Sich einen Joint zu drehen, erlaubt bald auch die Polizei. Gesundheitsminister Lauterbach und Agrarminister Özdemir haben heute ihre Pläne für eine teilweise Legalisierung von Cannabis vorgestellt. Ja, auch der Agrarminister, denn nicht nur der Besitz, auch der Anbau von Cannabis wird demnächst erlaubt in engen Grenzen. Aber Kritikern ist das zu viel. Sie sehen Cannabis vor allem als Einstiegsdroge. Die Zahl der Drogentoten hat sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Allein 2021 starben 1826 Menschen an ihrer Sucht. Auch die Drogenkarriere vieler Patienten dieser Leipziger Suchtklinik begann mit Cannabis. Das Cannabis ist so etwas wie eine Übergangsdroge, ne, die also zwischen Alkohol und anderen Drogen sich aufhält. 10% der regelmäßigen Cannabiskonsumenten werden eine Abhängigkeit ausbilden. Wenn ich abhängig bin, ist mein gesamtes Leben davon in Mitleidenschaft gezogen. Bis zu einem Jahr müssen Patienten auf einen Therapieplatz warten. Es fehlen schlichtweg die Kapazitäten. Trotzdem, die Ampel will Cannabis jetzt legalisieren. Der Bundesgesundheitsminister stellt seinen Grasplan vor. Ab 18 Jahren soll der Besitz von bis zu 25 Gramm und der Anbau von 3 Pflanzen zum Eigenkonsum erlaubt werden. Ein generell freier Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften und Apotheken ist erst einmal nicht vorgesehen. Stattdessen findet die Abgabe in sogenannten Cannabis-Clubs statt. Außerdem sind regionale Modellprojekte mit lizenzierten Geschäften geplant. Diese sind auf 5 Jahre befristet und werden wissenschaftlich untersucht. Mediziner warnen, sehen besonders junge Menschen gefährdet. Lauterbach widerspricht, Jugendliche würden durch die Legalisierung besser geschützt. Wir wollen schlicht und ergreifend also die Jugendlichen und die Kinder besser schützen, indem wir den Schwarzmarkt für Erwachsene stark zurückdrängen. Weil der Schwarzmarkt für Erwachsene ist der Motor für die Abhängigkeit unserer Kinder und Jugendlichen. Außerdem sei legal angebautes Cannabis weniger gefährlich, da es festen Qualitätsstandards entsprechen muss. Zumindest einen großen Gewinner haben die Legalisierungspläne schon jetzt. Die Cannabiswirtschaft rechnet fest mit guten Geschäften. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.